Schönen guten Abend, live auf Twitch, nachher auf YouTube unser neues Let's Play mit dem Portugal-Paket für Civilization 6 mit WW, mit Writing Bull und mit Matzo Man, unserem Community-Moderator, der sich richtig gut mit Civ 6 auskennt. Hallo Matze. Hallo zusammen und viele Grüße. Auf YouTube gibt es mittlerweile auch ein Info-Special-Video als Ergänzung zu dem Let's Play, das wir veröffentlicht haben, gemeinsam aufgezeichnet haben, wo wir in 23 Minuten das Portugal-Pack mit einem etwas vorangeschrittenen Spielstand zeigen und zeigen, wie man als Portugiesen spielen kann, wie der Zombie-Modus funktioniert, was es an Weltwundern gibt, an Zufallskartenskripte neu drin und so weiter. Das alles allerdings jetzt auch hier wieder live aufgezeichnet für die YouTube-Leute. Siebte Folge gibt es im Let's Play auf YouTube-Playlist oben in der Ecke. Liebe Grüße an alle die Leute, die live dabei sind. Über 400 Zuschauer an einem Sonntagabend. Es freut mich total. Letzter Sonntag im März. Schön, dass ihr da seid. Und es ist wirklich brutal spannend, weil dieser Zombie-Modus erweist sich wirklich als nervenzerfetzend. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Weil wenn die Zombies uns einmal auf dem Kieker haben, das kann bitter werden. Was man auch nochmal erwähnen muss, das haben wir... Das ist wirklich sehr, sehr krass. Je mehr Leute sterben, Matzo Manix, auf der Karte, egal ob Stadtstaateneinheiten sind, ob es Barbaren sind, ob es Zombies wahrscheinlich auch sind, ob wir es sind, desto stärker kehren die Zombies zurück. Ja, jede dieser gefallenen Einheiten hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, wiederbelebt zu werden oder von den Toten wieder aufzuerstehen. Und... das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass mit jedem Zombie, der abgeschlachtet wird von uns, werden die Zombies selbst auch nochmal stärker. Das heißt, im Laufe der Partie wird alles immer mehr Zombies produzieren, immer stärkere Zombies produzieren. Und es ist so eine Schleife, die sich da, bildet. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das bei uns in der Partie auswirken wird. Ich auch sehr. Danke an Mirx014 für dein Abo. Liebe Grüße an dich. Wir legen mal los, machen mal weiter. Wir holen uns die nächste Forschung rein und haben schon uns abgeschminkt, dass wir eine Religion bekommen können, denn wir zeigen es euch nochmal ganz kurz. Es sind von den 5 Religionen, die ins Spiel kommen können, 3 schon eingeführt. 2 können noch geholt werden. Eine könnte damit auch von uns geholt werden. Das geht über einen großen Propheten. Wir haben keine heilige Stätte, wir produzieren keine großen Prophetenpunkte. Von den 3, die gegründet werden, wissen wir, dass 2 von denen die Religion schon gegründet haben, dass die beiden obersten Zeilen hier sind. Die haben die meisten großen Prophetenpunkte bekommen, denn die können die nicht einlösen gegen einen weiteren großen Prophet, weil man kann immer nur einen holen. Und darunter die beiden, das weiß man nicht, ist ein Religionsgründer dabei oder nicht. Sagen wir mal, einer der 3 hier, England, unbekannter Spieler, einer von, ja, irgendwo, also hier ist auf jeden Fall noch ein Religionsgründer, eventuell noch mit drin und die anderen, also es ist furchtbar unwahrscheinlich. Es ist so unwahrscheinlich, dass wir auch keine heilige Stätte mehr versuchen zu bekommen und da nicht mehr drauf gehen. Das macht einfach keinen Sinn. Ihr seht, das Bild ist ein bisschen dunkel und düster. Nein, ihr müsst nicht den Sättigungsgrad oder die Farbenpracht eurer Monitore hochdrehen. Das ist einfach hier echt. Wir sind ja im dunklen Zeitalter. Wir hatten lange Zeit 0 Zeitalterpunkte. Ja, richtig gehört, 0. 0 bis vor wenigen Runden 0 Zeitalterpunkte. Mittlerweile haben wir einige mehr, aber es hat nicht gereicht für ein halbwegs vernünftiges neues Zeitalter. Jetzt haben wir 10 im Augenblick. Ein normales sollten wir eigentlich bekommen. Vielleicht bekommen wir mit viel Glück ein Heldenzeitalter. Die nächste Regierungsform, die nächste richtige, echte, gute Regierungsform kann man bekommen in der politischen Philosophie. Wahrscheinlich nehmen wir dann die Oligarchie, gucken wir mal, Autokratie, Oligarchie, klassische Republik, wir erforschen die. Wir können das frühe Reich, ist eigentlich der nächste Schritt, dauert nur 4 Runden, bekommen wir allerdings geschenkt das frühe Reich, denn wir haben schon über den Daumen etwas mehr als 60% der Forschungspunkte bekommen. Und das Heureka ist, dass wir 6 Bürger haben müssen. In Lissabon kommt der 6. Bürger in 2 Runden dazu. Dann haben wir das frühe Reich geschenkt. Deshalb forschen wir im Augenblick Spielunterholung an, damit wir die Forschungspunkte nicht verschwenden. Dann naturwissenschaftliche Forschung, nächster Schritt. Wir haben uns anzeigen lassen, wo Eisen ist. Wir gehen mal auf die Steinmetzkunst, weil wir hoffen mal zu mal nix, dass wir mit den Stadtmauern uns ein bisschen schützen können vor den Zombies, oder? Ja, das müssen wir auch machen, weil ja auch bei uns in dem Stadtgebiet, da sind ja nun mal auch Einheiten gefallen, mindestens Zombies gefallen. Das heißt, sie können jederzeit auch wieder auftreten und dann eine Möglichkeit zu haben, nochmal extra auf die zu schießen, wäre sehr hilfreich. Ja.
Jetzt wissen wir ja, wenn eine Zombie-Einheit einer Stadt angreift und die Stadt verliert an Lebenspunkten, dann kann es sein, wenn da ein Bürger, so habe ich das verstanden, ein Bürger reduziert wird, oder ist es nach der Eroberung der Stadt? Ne? Nee, wenn ein, dass der Bürger sich umwandelt in ein Zombie. Irgendwie, da war da irgendwie so eine Geschichte, Matze. Oder betrifft das nur die Hauptstadt? Nee, es betrifft alle Städte. Immer dann, wenn ein Zombie eine Stadt, ein Stadtzentrum angreift, gibt es eine Chance, die ist sehr gering, aber da, dass ein Bürger abgezogen wird und stattdessen direkt ein weiterer Zombie angrenzend an die Stadt erscheint. Na, sehr schön. Jetzt ist die große Frage, wie ist das bei Stadtmauern? Weißt du das? Ich habe es nicht ausprobiert, ich gehe aber davon aus, dass es bei Stadtmauern ähnlich sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler da so einen extra Mechanismus für die Stadtmauern eingebaut haben. Wir haben ein bisschen beim Safe Game herum operiert. Anders formuliert, ich habe Matze das Safe Game anvertraut und er hat ein bisschen rumgepuzzelt, hat die Pins noch ergänzt. Das ist ein guter Standort für eine Stadt. Ich zeige euch mal die Siedlerübersicht. Dunkelgrün ist Süßwasser, hellgrün ist so ein bisschen Wasser, das ist immerhin an der Küste. Weiß ist kein Wasser, aber man kann trotzdem siedeln. Rot ist, da kann man nicht siedeln. Das wäre die erste Stadt. Wir haben viele mögliche Bezirke auch schon drauf platziert. Wir wollen uns so langsam vorarbeiten, Stadt für Stadt, 1, 2, 3 Stadtgründung zur Grenze mit den Engländern. Dann haben wir dort einen Vorposten. Und danach gucken wir dann, was sonst noch im Spiel an Punkten, an Standorten, an möglichen da ist. Das Ganze natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Victoria, die Anführerin der Engländer, uns nicht zuvorkommt. Hier unten sind die Maori, die könnten auch noch Richtung Norden siedeln, müssen wir gucken. Das nächste ist eigentlich, dass wir hier mit dem Bogenschützen uns einmal rüber bewegen Richtung Westen. Das war eine gute Idee von Matsumanix, denn wir wollen ja Handel treiben mit Mogadischu irgendwann, Matsumanix, und das geht im Augenblick nicht. Für die Handelswege brauche ich immer einen aufgedeckten Fog of War, dass ich da auch einen Weg hin habe. Und Mogadischu ist momentan die einzige internationale Handelsroute, die wir auch errichten könnten, weil wir mit Portugal ja eine kleine Hürde haben, dass es nur mit den Städten geht, die entweder einen Hafen haben oder direkt an der Küste liegen. Und das ist mit Mogadischu momentan die einzige Stadt. So sieht's aus. Das heißt auch, wir sind hochmotiviert, dass Mogadischu auf jeden Fall überlebt. Sollten die Engländer oder die Maori sich Mogadischu schnappen wollen, müssen wir die Stadt mit Zähnen und Klauen verteidigen. Auch deshalb, weil wir, finde ich persönlich, Mats, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde es klüger, unsere Fetorias, unsere Modernisierung bei Stadtstaaten vor deren Küste zu bauen, als bei den großen anderen Zivilisationen. Aus dem simplen Grund, weil die halt auch ein bisschen Gold in Produktion geben der Stadt vor Ort. Und ich pampere und pushe lieber einen Stadtstaat als einen der Konkurrenten um den Sieg. Da bin ich absolut bei dir. Ich würde das gerne noch ergänzen, dass wir möglicherweise doch auch bei der KI die ein oder andere Fetoria bauen werden. Nämlich dann, wenn wir feststellen, dass dort ein ganz cooler Platz wäre, wo die KI einen Hafen bauen könnte oder ein Weltwunder bauen könnte, um ihr diesen Platz wegzunehmen. Die Fetorias, die können ja nicht abgerissen werden. Boah, ist Damit kann das man die KI ein böse. bisschen ärgern. Das ist ja super böse. Es ist auch so, dass die Orte, wo wir die platzieren können, auch ein bisschen beschränkt sind. Die müssen stehen neben einer Bonusressource oder einer Luxusressource, dürfen nicht direkt nebeneinander sein. So, da müssen wir auch gucken. Vor allem zu Beginn des Spieles sind wahrscheinlich noch gar nicht so viele Wasserfelder unbedingt offen für Fetorias. Allerdings können wir auch die S bauen dann, wenn uns die Nau zur Verfügung steht. Der Ersatz der Karavelle, die kommt ja viel später ins Spiel. So, jetzt machen wir erstmal weiter. Mit Danke an den Bomber. Bomber 0815, drittes Mal abonniert schon. Danke an dich. Liebe Grüße. Und hier haben wir decken immer mehr Felder auf mit Bonusressourcen. Mit, ach Quatsch, mit Bonusressourcen, mit Lux, mit antiken Ruinen, mit, oder wie immer die heißt, mit Bonusdörfern, danke. Mit alten Ruinen, mit Bonusdörfern. Und die decken wir nicht auf mit den Schiffen. Und wir plündern sie mit Scouts, nein, mit Handwerkern. Unsere Handwerker, die ziehen wir los zur Erkundung, denn die können schon wassern in dieser frühen Spielphase. Alle anderen noch nicht. Und wir hinken in der Forschung so dramatisch zurück. Es dauert ewig und 3 Tage noch. Nämlich, anders formuliert, würden wir direkt forschen in 27 Runden, bis wir mit Scouts oder anderen Einheiten wassern könnten. Außer jetzt schon, das geht jetzt schon mit Handwerker. Das ist ein Handwerker mit 2 Aktionen. Der hatte hier ein Bonusdorf sich geschnappt. Die ziehen wir einmal ins Wasser und gucken, dass wir noch mehr bekommen. Mit der Galeere fahren wir lang und versuchen noch mehr aufzudecken. Einmal hier unten auch noch ein Schiffchen. Wir haben einen Sichtpunkt mehr mit allen unseren Einheiten. Das ist schon vorteilhaft. Hier können wir auch nicht weiterfahren. Ob wir hier unten weiterfahren können, weiß ich nicht.
und das sind die Maori. Die sind ganz früh im Spiel sehr weit unterwegs, Matsumanix, denn die können etwas, was wir noch nicht können auf dem Ozean. Ja, die können über den Ozean segeln und das direkt vom Partiestart an. Die Maori starten ja auch auf dem Ozean im Wasser und es sind deshalb sehr, sehr mächtige Erkunder, die entdecken in der Regel die Stadtstaaten als allererstes, haben coole Plätze, verteilen sich manchmal ganz stark auch über die Karte und schnappen einen doch ganz interessante Siedlungsplätze auch schnell mal weg. Richtiger Hinweis im Chat von Blaubarsch Buber, es könnte wirklich eine Strategie sein, vor allem auf Inseln zu siedeln, weil die Zombies nicht schwimmen können, formulierst du. Das heißt, die können nicht vom Land her dahin ziehen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht vor Ort spawnen können. Wenn dort ein Barbarencamp war oder ist oder wenn dort Kämpfe stattgefunden haben, dann kann es sein, dass die auch dort entstehen und auch mehrfach noch entstehen. Trotzdem, je geringer und isolierter eine Landmasse ist, desto eher kriegt man das Zombie-Problem da in den Griff. Andere Alternative ist wie ein Standort wie dieser hier, einer, der auf einem Kap liegt. Und es ist so ein halbes Kap, also kein ganz langes, schlankes Kap, aber es ist ein Kap. Und es hat Berge, es hat Engstellen, das könnte sich verteidigen lassen. Und wir könnten vielleicht Ausschau halten nach weiteren solche Halbinseln, die möglichst weit ins Wasser ragen. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist Lissabon. In Lissabon ist im Bau ein Hain. Ich zeige euch mal die Ansicht der Anziehungskraft. Der Hain entsteht hier. Da haben wir ein Schutzgebiet gebaut. Schutzgebiet bringt uns mehr Wohnraum, abhängig davon, wie attraktiv das Feld ist. Das war sehr attraktiv. Deshalb sind unsere Wohnraumprobleme erstmal behoben. 10 Wohnraum können wir hier bekommen. Problem ist allerdings, die Nahrungserträge hier in der Stadt sind derzeit gering. Plus 5. Wir generieren in Schneckentempo neue Bürger. Wir haben in Runde 58 erst 5 Bürger. Das ist in einer Stadt, das ist echt nicht sehr gut. Aber wir haben hier den Magnus hier drin, den Gouverneur, der bislang eine Beförderung hat, nämlich die Startbeförderung. In Kürze schalten wir frei. In 2 Runden, wenn der 6. Bürger hier da ist, durch den Heureka, die kulturelle Errungenschaft Frühes Reich. Und dann bekommen wir einen 2. Gouverneurstitel, den stecken wir bei ihm rein in die Vorsorge. Siedler, die dann dort vor Ort entstehen, brauchen keinen Bevölkerungspunkt mehr. Und das nutzen wir dafür, um hier in Lissabon, einer nahrungsschwachen, aber produktionsreichen Stadt, ab dann mit der Siedlerkarte, die wir dann auch zur Verfügung haben. Das ist diese hier, plus 50% für Produktion für Siedler, eine Siedlerpumpe zu haben. Das heißt, wir hauen dann in engem Tempo Siedler um Siedler raus, haben jetzt schon 4 Militäranlagen, die begleiten und bewachen können und ziehen dann Richtung Osten und versuchen, möglichst viel an Land zu besetzen. Das ist der Plan. Ich finde, auf dem Papier zumindest liest er sich sehr gut. Der Hain, den wir hier bauen werden, der hat die Eigenschaft, dass der benachbarte Geländefelder pusht, mit diversen Zusatzerträgen noch, denen, wo keine Modernisierung sind. Deshalb machen wir zum Beispiel keine Weizen, schließen wir die Weizenressource nicht an und so weiter. Wir haben jetzt schon ganz gute Erträge hier auf den Feldern und die werden dann in Abhängigkeit von der Anziehungskraft noch deutlich höher werden. Das schauen wir uns gleich im Detail an. Jetzt heißt es erstmal eine Runde weiter. Viel Spaß. Danke an Numerus Moik. Liebe Grüße an dich. Danke für dein Abo. Ich glaube, dein erstes, ne? Willkommen hier. Hallo Numerus. Jetzt müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen, was wir mit dem Zombie einstellen. Das ist eigentlich ein sehr guter Platz, um das Feld nutzen wir auf jeden Fall. Einmal vorhin, dann ist er schon fast tot. Der Bogenschütze kann das fast im Alleingang. Er darf ruhig ein bisschen verwundet werden, das ist nicht schlimm. Wie stark ist der? Wir müssen erstmal gucken, wie stark der ist. Die werden ja allmählich über Zeit stärker. Oh, der hat eine Grundstärke von 20 mittlerweile. Der Bogenschütze von 30. Unser Krieger hat eine Grundstärke von 20 ebenso. Und was allerdings geblieben ist, die Grundstärke ist immer identisch, plus 7 Mutationsstärke mittlerweile. Das ist sehr heftig. Das heißt, der Krieger kann ihm defensiv standhalten, aber natürlich nicht im Angriff. Die werden echt schnell stärker. Ich würde sagen, wir nutzen die, wir schwächen ihn noch einmal. Danach ziehen wir hier, machen wir den Wechsel. Hat auch noch Zeit. So, ein Bonusdorf da oben und dann war noch ein anderes da hinten.
Küste lang fahren und Erkundung gehen. Danke an MWM75, zweites Abo schon. Danke dir. Wir spielen auf dem Feuchtgebiete Zufallskartenskript. Ich muss uns eine Sache sagen. Ich glaube, wir haben Matsumanix in unserem Video-Special auf YouTube, in diesem Portugal-Pack-Video, eine Sache falsch gesagt. Wir hatten da behauptet, das muss ich bei der Gelegenheit mal korrigieren, die, ich glaube, ich hatte im Video gesagt, die Navigationsschule, unser Spezialgebäude, würde entstehen im Hafen. Aber das ist tatsächlich unser Ersatzgebäude für die Uni, Matsumanix. Ja, das ist richtig. Habe ich leider das falsch dargestellt. Ich bitte um Verzeihung. Aber ich glaube, du hast es zumindest gezeigt in der Uni. Also insofern, wenn man das da gesehen hat, dass es nicht der Hafen war, sondern der Campusbezirk, dann geht das hoffentlich. Einmal rüber und das hier aufdecken. Mit ihnen wollten wir zurückziehen. Wir hatten hier das Gelände aufgedeckt. Haben gesagt, das reicht erstmal an Kenntnis. Das hier oben noch weiter erkunden und dann aufpassen, wenn Zombies kommen und Siedler begleiten. Und jetzt gibt es in einer Runde ein Heureka für uns. Ein schönes. Ja, zwei Zeitalterpunkte. Die Oberhäupter Hunzas beugen sich Portugals, ihrem ersten Suzerän der Welt. Zwei Zeitalterpunkte für uns. Wofür? Warum? Weil wir das Heureka bekommen haben fürs frühe Reich, glaube ich. Ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war der letzte Gesandte, der da noch fehlte. Das war die Aufgabe. Die großen Veränderungen genau. So vieler Reiche. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen. Und jetzt können wir Grenzen verstärken, das heißt, andere dürfen nicht mehr einfach unser Terrain betreten, die müssen offene Grenzen formal bekommen oder halt Krieg gegen uns führen und wir können Siedler schneller produzieren. Nur ein kurzer Hinweis in Chat, nehmt sie bitte nicht krumm, wenn ich während eines Let's Plays zu Spiel X keine Fragen zum Spiel Y beantworte oder das kommentiere, das macht keinen Streamer. Ich reg mich nicht drüber auf, wenn ich was gefragt werde. Ich weiß, das geschieht aus Begeisterung. Woanders kriegt man dann schwer eins auf den Deckel. So ist es bei mir nicht, aber ich gehe nicht drauf ein. Da bitte ich um Verständnis. Frühes Reich. Siedlerkarte holen wir uns auf jeden Fall. Und das war es allerdings dann auch erstmal. Und jetzt gucken wir erstmal bei der Produktion rein. Hier vorne in Lissabon. Der Hain ist in drei Runden fertig. Jetzt wechseln wir zur politischen Philosophie. Beginnen die zur Erforschung bei der kulturellen Forschung. Drei Stadtstaaten getroffen. Dann gehen wir einmal schauen bei einem Stadtstaat, wo wir Suzerän geworden sind. Das ist nicht Mogadischu, das ist Hunza. Haben einen guten Überblick über das, was hier ist. Drei Gesandte vor Ort. Übrigens jedes Mal, wenn ein Gesandter vor Ort hingeschickt wird, von wem auch immer, bekommen die ein Geländefeld dazu bei ihren kulturellen Grenzen. Dann können wir einen Gesandten schicken. Dadurch würden wir zwei Gold mehr bekommen in Mogadischu. Wir haben demnächst eine Politikkarte, die reinkommt durch Forschung, nämlich ab hier, dass der erste Gesandte doppelt zählt. Ich würde den Gesandten erstmal behalten, würde nachher irgendwann, wenn wir mal irgendwann mal umstellen und die grüne Karte reinnehmen dann. Ich würde den ersten, die zwei Gold sind schön, aber ich würde erstmal darauf verzichten. Und dann den ersten Gesandten doppelt machen. Es sei denn, das Heureka fürs Rad bekommen wir vorher und alle unsere Pläne sind damit obsolet. Das bekommen wir dadurch. Matsumanix, darüber hatten wir schon mal diskutiert. Hier steht, baut eine Ressource ab. Das ist in der deutschen Übersetzung etwas ungünstig. Nach deiner Erinnerung war das, glaube ich, so, dass man irgendeine Bonusressource erschließen muss durch eine Mine, oder? Ich kann dich nicht hören, Matze, falls du was sagst. Matze? Matze? Bin ich noch da? Matze ist weg! Matze ist verloren gegangen. Matze, mein, ist kurz weg. Wohin ist er denn? Gott, wie furchtbar, wo ist... Der hat wahrscheinlich gedacht, jetzt kann ich... Der WB redet mich gnadenlos zu.
Er ist noch da. Man hört ihn nicht. Gott, ich bin ohne Matsumen. Leute, postet mal ganz... Ihr habt Matsumen-Icons, Emotes im Chat. Postet mal ganz schnell die Matsumanix-Icons im Chat, damit er wiederkommt. Im Ernst. Ist jetzt ein Zombie geworden. Wurde erwischt? Hier wurde doch einer von uns angegriffen. Ist Matsumanix weg? Leute, postet mal das Matsumanix-Icon, damit er zurückkommt. Stimmt, Micha, du hast es gefunden. Und hört euch an Micha und an Sphinoid. Das ist ja furchtbar. Ich bin auf mich allein gest... Ich hoffe, er kehrt von den Toten oder von den Untoten zurück wieder. Ich bin doch da. Ich bin da. Was war los? Was war denn los, um Himmels Willen? Mein Herz stand still vor Schreck. Ich dachte, du bist ein Zombie geworden. Es stand auf Messerschneide. Ich hatte hier einen Zombie, der hier angeklopft hat an der Tür und der hat mich überrascht und ich habe es aber gerade eben nochmal geschafft, den zurückzuschlagen. Boah, Gott sei Dank. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder beruhigen und hoffen, dass ich irgendwie wieder in die Spur reinkomme. Also statt im Steinmetzkunst in 5 Runden. Achso, es ging um Rad und die das Heureka fürs Rad baut eine Ressource ab. Da hattest du letztes Mal gemeint, das ist wahrscheinlich, dass man eine Bonusressource durch eine Mine anschließt. Das müsste das Heureka fürs Rad geben. Genau, eine strategische Ressource, wie zum Beispiel Eisen ginge auch. Okay. Ist das demnächst da bei uns? Derzeit nicht. Das heißt, das Heureka bekommen wir vermutlich erstmal nicht. Wenn wir hier eine Stadt gründen, ist weit und weit auch keine Ressource, die man durch eine Minen anschließt. Das wäre durch einen Steinbruch da oben, aber da wollen wir erstmal nicht hin. Obwohl, das Eisen wäre schon wichtig, das zu bekommen. Aber ich vermute mal, dass das dazu führt, dass der erste Gesandte, der in Mogadischu erscheinen wird, der ist, den wir manuell hinschicken. Der nächste Gesandte braucht noch eine ganze Weile. Die 2 Gold sind okay, aber ich würde wirklich noch abwarten. Diese Rendort ist auch Cooper und hat schon 3. Da müssen wir mit ihm hart arbeiten. Da warten wir noch ab. Da warten wir ab. Dann ist ein Weltwunder gebaut worden. Etemenanki ist gebaut worden, Matsumanix. Frisch rein vom Portugal-Paket und jetzt gebaut. Ja, das finde ich sehr, sehr schade, dass die KI das offensichtlich auch sehr gerne mag. Gerade auf dieser Karte mit den Feuchtgebieten ist das sehr, sehr cool. Das boostet nämlich gerade alle Sumpfgeländefelder, die man dann in seinem Reich hat und auch noch Schwemmlandfelder für die Stadt, in der es gebaut ist, bekommen mehr Produktion, mehr Wissenschaft. Das wäre eine coole Synergie mit unserem Pantheon, das wir uns überlegt haben, was ja auch schon mal mehr Produktion gibt für die Sumpfgeländefelder, ist jetzt aber leider weg. Vielleicht in irgendeiner Stadt, die auch auf anderem Wege mal uns gehören könnte. Mal gucken, ob wir die rauskriegen, wo die liegt. Man soll nie sagen. In Hunza ein Gesandter dazu bekommen. Erst also Zeren dort auch. Jetzt haben wir 12 Punkte. Normales Zeitalter fast sicher schon. Ausrichtungsbonus bekommen. Nächste Forschung, politische Philosophie. Wir haben unseren zweiten Gouverneurstitel. Pardon. Wir haben den zweiten Gouverneurstitel bekommen und gehen den bei Magnus rein in die Vorsorge. Ein Siedler, der entsteht in Magnus Stadt, wird keinen Bevölkerungspunkt mehr verlieren. Das war unser Plan. Wir gehen wieder raus, bauen aber den Hain noch zu Ende. Hier seht ihr ihn. Gewährte eine Nahrung und einen Glauben für angrenzende, nicht modernisierte, minimum bezaubernde Geländefelder. Und hier seht ihr, dass die sind alle ihr Minimum bezaubert. Das heißt, hier überall ein Glaube und vor allem der Nahrungspunkt für uns gar nicht mal so schlecht. Den Bau ziehen wir hier durch, sind noch 3 Runden. Danach auf jeden Fall ein Siedler. Hier sind auch Siedler im Bau, haufenweise. Händler können wir auch schon schicken. Könnte man allerdings nirgendwo hinschicken im Augenblick. Wir könnten weder nach Kabul noch nach Hunza einen Siedler schicken, weil das internationale Handelswege wären und weil die nicht an der Küste liegen und auch keinen Hafen gebaut haben. Das heißt, wenn wir einen Händler hätten, könnten wir den nirgendwo hinschicken. Das ist suboptimal. Es könnte sein, dass der bis Mogadischu fahren kann. Dafür müssen wir hier einmal aufdecken, wie es in Mogadischu aussieht. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber die Frage ist, ob die Reichweite ausreicht. Und die Übersicht über die verfügbaren Wege ist leider oft ein bisschen buggy bei Civ 6. Außerdem geht das ja noch nicht, ist ja noch nicht verfügbar. Wir machen das erstmal mit den Siedlern. Wir lassen die Siedler hier rein und nehmen dafür auch an Karten rein. Die Siedlerkarte nehmen wir jetzt rein. Eine Produktionspunkt fällt weg. Und an Militärkarten nehmen wir weiter rein. Wir haben hier viele Bogenschützen drin, die 1 Gold Unterhalt verbrauchen. Die Rekrutierung, die bleibt bei Mitte drin. Die spart uns
Geld. Wir könnten für die Zeitdauer, wo wir mit dem einen Zombie fighten, die Disziplin reinnehmen, um etwas mehr Kampfstärke zu haben. Aber wir haben im Augenblick nur einen Feind. Das ist, ich vermute mal, das sollte eigentlich auch so klappen. So übernehmen wir das. So wird's gemacht. Der Zombie hier hat anscheinend bereits ins Gras gebissen, kann aber wiederkommen, wenn wir Pech haben. Der zieht wieder eins vor. Ah, da habe ich verklickt. Der zieht wiederum eins vor. Hier hin, damit wir wieder den Fog of War gelüftet haben und da kein Barbarencamp entstehen kann. Das Bonusdorf und das. Wenn wir da draufziehen, ist der weg. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Die haben schon. Da müssten wir offene Grenzen schließen. Das geht aber noch nicht. Wir können denen unsere offenen Grenzen anbieten, umgekehrt nicht, weil die offenen Grenzen... Doch, da sind sie ja. 14 Gold. Truppen weiter. Wir nehmen 2 Gold an und haben dann gemeinsame offene Grenzen. 3 Städte haben die gegründet und haben ein großes Werk, die Robe des Guru, bekommen. 4 Glaubenspunkte pro Runde und jetzt schon frühzeitig 8 Tourismuspunkte. Da müssen wir aufpassen, dass sie uns keinen Kultursieg holen. Matze mal nix. Ja, das ist der erste Schritt für die, die erzeugen frühzeitig jetzt Tourismus und das kann sehr gemein sein. Jetzt können wir hier durchziehen. Die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir Richtung Westen? Geh mal gucken. Wir decken das auf jeden Fall auf, allein schon deshalb, weil wir mit dem mal Handel treiben wollen. Dann ist es ganz gut, hier Bescheid zu wissen, wie deren Küstenlinie ist. Eine Runde weiter. Ja, alles klar. Und weiter geht's. Sarkaster Cynicus will mir als Bonusziel auferlegen, dass ich den Kolonismus nicht erforschen soll, damit wir Portugiesen mal eine alternative Geschichte schreiben als Kolonialmacht im Real Life. Das wäre aber echt heftig. Ich glaube, der bezieht sich darauf, dass damit dann die Politikkarte mit der Kampfstärke für die Barbaren, die Disziplin, dann rausfliegt, wenn man das erforscht hat, dass das dann uns einen Nachteil bringen könnte gegen die Mutanten, die wir ja jetzt reinstellen könnten. Ja, also gar nicht erforschen geht nicht. Dann können wir nicht in die... Wie soll man denn ja jemals hier weiterkommen, ne? Es geht... Also wenn wir... Ich kann mir das nicht vorstellen. Auf den Kolonismus folgen Naturgeschichte und Naturschutz. Die Möglichkeit, Wälder zu pflanzen, ist so cool zum Beispiel im Naturschutz. Ne? Die ganzen Unterhaltungsgebäude in der Naturgeschichte. Ich kann mir das nicht vorstellen, darauf zu verzichten. Am besten will nicht. Ich weiß nicht, ob das ein ernst gemeinter Hinweis war. Ich finde das Matsumanix nicht sinnvoll, darauf zu verzichten. Würde ich auch nicht sagen. Also es sind 5 Kampfstärke. Diese 5 Kampfstärke-Vorteil, die bekommen wir aber auch durch... durch die Beförderung oder durch Politikkarten anderer Arten, zum Beispiel durch die Oligarchie. Ich glaube, da finden wir andere Wege. Und natürlich auch vor allem durch eure Zuversicht darin, dass wir das auf jeden Fall schaffen. So defertistische Bemerkungen im Chat, wie von wegen WB, verzichte auf Fortschritt, damit du den Zombies standhältst. Du und Matsumanix, ihr müsst primitive schlechter bleiben, um dem Zombies standhalten zu können. Leute, das ist nicht optimistisch. Wenn wir nicht glauben, dass wir es packen, werden wir es auch nicht packen. Erster Schritt zum Erfolg, glauben an den Erfolg. Im Ernst. Mit Defertismus kommen wir ja keinen Schritt weiter. Klang das halbwegs glaubwürdig, Matze? Ich finde, alles, was du sagst, ist absolut überzeugend und sehr glaubwürdig. Das klang sehr glaubwürdig, Matze Manix, was du gerade gesagt hast. Ja, guck mal, da haben wir uns doch gut zusammengetan. In der Tat.
Ja, das ist jetzt. Wir ziehen mal weiter die Küste lang. Ich will erstmal alles einmal aufgedeckt haben hier. Oh, Ei. أنا السلطان موسى سيد مالي وبحمد الله أنا رجل غني جدا جدا تشرفت بلقائكم. Der ist so Zauber, wie der seine Faust in die Luft wirft und dann weiterredet. Der reichste Mann von Welt. Ich bin Sultan Musa, König von Mali und danke Gottes Hilfe ein sehr, sehr reicher Mann. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, werter Gold. Haben wir einen Spitznamen für Mansa Musa bislang? Haben wir schon einen Spitznamen? Nicht. Das gibt's doch gar nicht. Herr Goldmantel oder Goldbart. Sollen wir ihn Goldbart nennen, oder? Der hatte doch immer so eine komische Lache, oder? Die uns beim Handeltreiben immer in den Wahnsinn getrieben hat, oder? Genau. Lachmann, das klingt irgendwie brutal. Lachsack, meint Creme, das ist immer böse. Goldkäppchen, meint Tim Tortastic. Also das ist bislang die hübscheste Idee, die ich finde. Ravenheart, danke dir. Und auch an Batwain und Wolfsrabe und so weiter. Wir nehmen seine Gastfreundschaft in Anspruch. Das ist seine Hauptstadt, Niani. Jetzt haben wir den reichsten Mann der Welt kennengelernt und geben erstmal sogar ihm noch ein bisschen Geld drauf, Matze. Wir schenken ihm jetzt noch Geld. Wir schicken ihm 25 Delegation. Gold. Ja, ja, da mag er uns ein bisschen mehr. Noch mehr als vorher. Es ist immer gut, sich bei den Reichen, denn das sind auch die Mächtigen der Welt, ein wenig einzuschleimen und einzuscheißern. Das kann nie schaden. Finde ich. Peinlicherweise.